Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Auf vielfachen Wunsch werde ich heute für Sie einmal wieder eine kubanische Zigarre verkosten, und zwar diese H. Upmann Connoisseur A. Über die Firmengeschichte von Upmann habe ich in einem älteren Video einmal einiges gesagt, wen das interessiert. Es müsste die Monte Carlos Folge gewesen sein, einfach bei meinen Videos mal durchblättern, das sollte dort zu finden sein. Aber heute soll es auch keine normale Verkostung werden, denn wir haben ein Experiment für Sie vorbereitet. Und zu diesem Behufe haben wir unseren lieben Freund David weit, weit weg geschickt in den wohlverdienten Arbeitsurlaub. Und zwar über den großen Teich in die Sonne nach Florida, genauer nach Bradenton Beach. Und jetzt bin ich selber etwas gespannt, ob das so funktioniert. Die Zeit müsste jetzt, ja, jetzt sehe ich auch schon ein Bild. David, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören und sehen, Daniel. Ich hoffe, du kannst mich auch hören und sehen. Ja, willkommen hier in Bradenton Beach. Hier im Hintergrund seht ihr dieses kleine Strandhäuschen, in dem ich mich jetzt seit mittlerweile 14 Tagen befinde und auch runtergekommen bin vom Alltag in Deutschland. Und Bradenton Beach, das ist ein ganz kleiner Ort hier am Golf von Mexiko, ungefähr 1200 Einwohner. Ein ruhiger, kleiner Fischerort mit einem wunderschönen Strand. Das befindet sich auf Anna Maria Island und wem das nicht sagt, das ist bei Sarasota in der Tampa Bay am Golf von Mexiko. Und wir haben uns ja vorgenommen, ein Experiment zu starten. Und zwar wolltest du eine Upmann Connoisseur A gegen eine Upmann aus den Vereinigten Staaten verkosten, gegeneinander verkosten, um zu gucken, welche Zigarre ist die bessere, beziehungsweise können die Cuba-Fakes aus den Vereinigten Staaten von Amerika, können die etwas? Also was sie schon mal können, hier zeige ich mal das gute Stück. Ich habe sie in Bonita Springs, das liegt bei Naples. Dort habe ich sie in einem Smoke Shop gekauft mit einer richtig guten Auswahl. Vielleicht kannst du noch ein Foto einblenden. Ich habe da ein Foto geschossen, wo ich diese Zigarre gekauft habe. Ja, und diese Zigarre ist vom Preis her, kann sie schon mal eine ganze Menge, denn sie liegt bei 6,59 Dollar, das sind umgerechnet 5 Euro. Und das ist schon mal wirklich ein sehr guter Preis. Ja, und ich habe mich entschlossen, diese Zigarre hier am Strand von Bradenton Beach, hier direkt über die Straße, 100 Meter ist der Strand, da werde ich diese Zigarre verrauchen, verkosten und mich gleich wieder melden bei euch. Ja, ansonsten sage ich mal, bis gleich. Für die Götterfunken heute zuständig ist der kubanische Nationaldichter und Urrevolutionär José Martí. Er wurde 1853 geboren und starb 1895. Seine Eltern, spanische Armutsflüchtlinge, hatten sich auf Kuba kennengelernt, geheiratet und eine Familie gegründet. José war der Erstgeborene, ihm folgten 7 Schwestern, von denen 5 sehr früh starben. Sein dichterisches Talent zeigte sich sehr früh. Bereits mit 13 Jahren versuchte sich José an Übersetzungen aus Byron und Shakespeare und schrieb auch eigene Verse. Bei seinen kreolischen Mitschülern stieß er anfangs auf Ablehnung, da er aus dem Hause aktiver Spanier kam. Denn sein Vater arbeitete als Truppenseiler, Artillerie-Sergeant und später in der Zivilverwaltung als Beamter und repräsentierte damit genau jene Unterdrücker, gegen die sich sein Sohn schon so früh geistig auflehnte. Und später akzeptierten ihn seine Mitschüler dann voll und ganz, weil er eben diesen glühenden kubanischen Patriotismus sich selbst auf die Fahnen schrieb und sich auch stets als Kubaner und nie als Spanier sah. Zum Verhängnis wurde ihm dann sogar eine kleine Notiz, aufgrund derer, sie wurde aufgefunden, er wegen antispanischer Propaganda zu 6 Jahren Zwangsarbeit in den Steinbrüchen verurteilt wurde. Richtig, wie man sich das vorstellt, mit Eisenkette am Fuß und Arbeiten bis zum Umfallen. Dort grassierte die Cholera. Da kam es ihm dann wieder zugute, dass seine Eltern aktive Spanier waren, denn auf Bitten derer wurde diese Strafe alsbald in Verbannung umgewandelt und José wurde sozusagen nach Spanien geschickt.
Dort nutzte er dann die Gelegenheit zu studieren, und zwar Rechtswissenschaften, Literatur und Philosophie. Nebenher beschäftigte er sich intensiv mit der hebräischen Sprache und überhaupt mit den Schriftstellern, mit den großen Schriftstellern Europas. Er lernte aus vielen Kulturen, die griechische Kultur, aber vor allen Dingen auch die deutschen Schriftsteller hatten es ihm angetan, Goethe, Schiller, Heinrich Heine, aber auch die Franzosen mit Victor Hugo. Er verschlang sozusagen alles an Bildung, was er so bekommen konnte. Und neben zahlreichen patriotischen Schriften und Gedichten, die von der Natur und der Liebe handeln, schrieb er natürlich auch etwas über die Zigarre. Die Zigarre sei die Wonne der Grübler und das Glück der träumenden Architekten luftiger Bauten. Sie solle den Müßiggänger unterhalten, Schmerzen vertreiben und einsame Gedanken begleiten. Und David, ich glaube, der Genuss einer guten Zigarre vermag sogar noch einiges mehr zu bieten. Doch bevor wir uns hier genusstechnisch fernduellieren, kommen wir einmal zu den Eckdaten und stellen sozusagen unsere Kandidaten einmal vor. In der linken, selbstverständlich linken Ecke, tritt aus Kuba der Platzhirsch an mit einer Kampflänge von knapp 14 cm und einem Ringmaß von 52, kommt er wie alle kubanischen Zigarren als Puro daher, das bedeutet, alle Tabake, Einlage, Umblatt und Deckblatt sind aus Kuba. Und auf seinem Kampfgürtel präsentiert er prunkvoll, dass er der Alpha-Genießer im Ring ist. David, stell uns doch mal den Herausforderer in der rechten Ecke vor. Hier nennt sie sich Vintage Cameroon. Und das Deckblatt, das konnte ich erfahren im Bonita Smoke Shop in Bonita Springs, wo ich diese hier gekauft habe. Das Deckblatt ist aus Kamerun und Einlage, Umlage müsste Dominikanische Republik sein. Ich meine die Einlage Dominikanische und dazwischen noch mal etwas aus Honduras. Ja, 6,49 $, das müssten ungefähr 5 Euro sein, roundabout. Also für 5 Euro absolut fair vom Preis, bis jetzt natürlich. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also die Maße, was soll ich jetzt sagen? Ich kenne sie jetzt nicht auswendig. Ich glaube, es ist ein 52er Ringmaß und in der Länge müsste sie so knapp 13 cm haben. Aber das kannst du ja noch einblenden im Nachhinein. Und ja, kommen wir mal gleich zu den harten Fakten. Harte Fakten fordern aber im pompösen Zedernholzgewand mit gleich drei Ringen, Kampfgürteln sozusagen daherkommen. Schauen wir mal, ob es dir nutzt. Gehen wir zur Runde 1, Kaltgeruch, Kaltzug. Der Kaltgeruch bei meiner Zigarre. Manche schreiben und erleben ihn als leicht stallig. Das mag bei sehr frischen Exemplaren, die auch schon rauchbar sind, der Fall sein. Meines, das jetzt hier einige Zeit schon im Humidor verbracht hat, weist noch eine leicht süßliche Note am Fußende auf. Etwas heuig, ja, vielleicht minimal kommt da noch etwas, ja, stallig ist es nicht, etwas Erde mit rüber. Ja, vielleicht ganz minimal hat sie etwas von dieser, ja, sagen wir mal, zu diesem burlesken Charme. Schneiden wir das gute Stück an, um den Kaltzug auch zu testen. Da hat man direkt eine gewisse Süße auf der Lippe. Erde ist auch schon dabei. Ja, man spürt schon dieses typisch kubanische Flair, aber ohne jetzt, dass Pfeffer oder Schärfe an der Lippe klebt, sondern es ist wirklich
Wüste. Es ist wirklich Süße und es ist Erdigkeit, bisschen Leder. Aber das ist es auch schon im Kaltzug. Wie sieht es bei dir aus, David? Ja, der Kaltgeruch ist sehr intensiv. Er erinnert mich an Kuba, an kubanische Zigarren. Das ist schon wirklich verblüffend. Diese Ähnlichkeit hätte ich niemals gedacht, dass es so ist. Und das spricht schon mal für diese Zigarre. Ein Pluspunkt von mir. Der Kaltzug ist eher zurückhaltend. Da habe ich wirklich nicht viele Worte zu. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Eher dezent, zurückhaltend. Etwas floral. Bisschen Gras. Aber nichts Intensives, kein nasses, nach Stall riechendes Stroh oder so. Die Zeder, diese Zederhülle, die diese Zigarre umwickelt hat, die habe ich jetzt überhaupt gar nicht wiedergefunden. Und ja, bin ich mal gespannt. Ne? Dann werde ich sie gleich mal zünden. Dann werde ich jetzt mal etwas Feuer dran machen. Ich habe mir hier so einen $4,99 Torch Flamer gekauft, aber ich habe hier schon ein paar Zigarren geraucht in meinen Ferien und er macht einen guten Job hier, muss ich sagen. Ja. Absolut empfehlenswert. Die $5 waren nicht in Sand gesetzt. In den Sand gesetzt ist gut. Gibt Schlimmeres als Meerrauschen im Hintergrund zu haben, Daniel, oder? Ja, den Lärm vom Dodger darüber und die, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftige Kameraperspektive. Dieser leichte Riss hier, der macht jetzt ein paar Schwierigkeiten da. Der Qualm strömt schon aus dem Riss heraus. Schade eigentlich, aber ich denke, in ein paar Zügen ist es behoben. Also hier muss man lange arbeiten, bis man eine ordentliche Brandannahme hat, obwohl kein Wind am Strand herrscht. Aber mit dem Doppelflamer wird auch das gelingen. Rauch ist schon mal ordentlich da. Also die ersten zwei Züge sind sehr mild, zurückhaltend, erstmal nichtssagend, aber Zugannahme ist gut, Brandannahme war gut. Die ist jetzt, also das, was ich bis jetzt sagen kann, gut gerollt. Die ist nicht zu fest, nicht zu locker und zieht. Und es kommt ordentlich Rauch und das mag ich eigentlich. Das wäre jetzt wahrscheinlich noch zu früh, um hier ein paar Aussagen zu treffen. Deswegen werde ich jetzt mal das erste Drittel hier in Ruhe am Strand verrauchen und melde mich dann gleich wieder bei dir. Also bis gleich. Ja, der erste Zug. Die ersten Züge. Kommen sehr mild daher. Ausgewogen. Kein Aroma sticht besonders heraus. Und dennoch, es ist etwas typisch Kubanisches da. Vielleicht sogar spezifischer etwas typisch Upmannhaftes, nämlich diese ausgesprochene Milde und eine Cremigkeit des Rauches, die sehr verführerisch ist bei gleichzeitig vorhandenem Erdton, also diese Erde, ja auch ein bisschen Heu, Gras, süßlich. Wir genießen uns jetzt weiter durch das erste Drittel oder bis zur Hälfte der Zigarre. Und ich erzähle Ihnen derweil noch etwas über José Martí. Nach seinen Studien in Spanien reiste er zunächst nach Mexiko und Guatemala. Er übersetzte auch einen Großteil aus dem heiligen Buch der Quiché-Indianer, dem Popol Vuh, aus Guatemala. Und 1878
durfte er aufgrund einer Generalamnestie zurück nach Kuba, nur um übrigens ein Jahr später wieder in die Verbannung, wieder nach Spanien zu müssen. Dort schlich er sich dann sehr schnell über Frankreich in die USA. Kuba konnte er noch nicht betreten, wo er dann den Großteil seines Lebens übrigens in New York verbrachte, als Schriftsteller, Journalist und auch als Korrespondent für verschiedene Zeitungen, unter anderem die berühmte Sun. Hier schrieb er auch sehr viel für die Arbeiterrechte. Er beschrieb den Aufstand in Chicago. Er beschrieb aber auch Naturkatastrophen wie einen Schneesturm. Er reiste weiterhin durch Lateinamerika, immer getrieben von dem großen Ehrgeiz, gegen die Sklaverei, gegen die Unterdrückung anzuschreiben, aber auch, lebend in New York, gegen die Hegemonialbestrebungen der USA. Sein Gerechtigkeitssinn war schon als Kind sehr stark ausgeprägt, was vielleicht auch mit einem Erlebnis zusammenhing, das er als kleiner Knabe hatte, als er mit seinem Vater in der später als Schweinebucht unter Kennedy ja zu unrühmlichen Bekanntheitsgrad gelangten Gegend war. Denn dort landeten die Schiffe mit den spanischen Sklaven an. Ein blutroter Blitzstrahl zerreißt die schwarze Gewitterwand. Das Schiff spuckt zu Hunderten meist aus der Luke die Schwarzen an Land. Jagende Stürme zerfetzten der Schonungen dichtes Grün. In endlosen Reihen hetzten die nackten Sklaven dahin. Wild rüttelte der Wind an den vollgestopften Hütten. Eine Mutter mit ihrem Kind lief klagend mit raschen Schritten. Als die Sonne am Himmel so rot wie in der Wüste aufging, traf ihr Strahl einen Sklaven, der tot an einem Kapokbaum hing. So sah ihn ein Kind, voller Qual und Schauder vor diesem Verbrechen, schwor es die Leidenden all mit seinem Blute zu rächen. Zwischen Zorn, Kampfesgeist und der Sehnsucht nach Frieden und Harmonie ist Martis Seele aufgespannt. Und er fordert 1878 in seinen freien Versen: Die Erde muss Licht sein, und jedes Lebewesen soll Sternenglanz spiegeln. Apropos Kampf und Sternenglanz, kommen wir in die nächste Runde unseres Geschmackskampfes. Ich bin jetzt hier bei der Hälfte der Zigarre angelangt und sie bleibt weiterhin sehr schön mild. Ich möchte sagen, es ist eine elegante Zigarre, ein weiterhin schmeichelnder Rauch, der eine gewisse Buttrigkeit hat. Das Aroma hat auch sowas von Buttertoast, nussig, angeröstete Nüsse sind dabei. Eine subtile Süße, die aber auch von einer milden Salzigkeit begleitet wird. Eingekleidet in das Fundament von kubanischer Erde, Leder, etwas herb. Ja, es ist schon eine herrliche Geschmackskomposition, die der Blender hier vollbracht hat. Sehr komplexe Aromen. Ich meine auch irgendwie was, ein paar Gewürze zu spüren, die so in eine Zimtrichtung vielleicht leicht gehen. David, was sagt denn dein imperialistischer Kuba-Fake? Ich melde mich jetzt hier zum zweiten Drittel dieser Zigarre, Daniel. Und bisher bin ich rundum zufrieden. Das ist eine fantastische Zigarre. Eine feste Asche, die nicht abfällt, obwohl es hier relativ windig ist heute am Strand. Geschmacklich komplex, mild, cremiger Rauch. Die Bohrung, das hat funktioniert. Vielleicht könnte man sie auch schneiden, um noch mehr rauszuholen. Naja, zur
zu Kuba-Zigarren an sich noch eine Information von mir. Kubanische Zigarren hier zu rauchen ist nicht vollständig illegal in den Vereinigten Staaten. Ich hätte auch eine Kiste kubanische Zigarren einführen dürfen. Allerdings darf man die hier nicht veräußern oder verkaufen, dann macht man sie strafbar. Aber ich bin ohne Zigarren hergereist und habe mich hier eingedeckt, sage ich mal, und habe hier ein paar Zigarren ausprobiert. Rocky Patel, Davidoff und jetzt diese Obmann. Und ihr seht auch hier, oder du siehst auch hier, dass trotz des Windes am Strand hier diese Zigarre immer noch relativ gerade abbrennt und die Asche fest. Fest ist und hält. Und das gefällt mir außerordentlich gut im Moment. Der zweite große Exportschlager im wahrsten Sinne des zweiten Teils des Wortes nach Zigarren aus Kuba ist übrigens die berühmte Guantanamera. Diese Melodie, die wahrscheinlich jeder jetzt im Kopf hat, wenn man Guantanamera hört, ist leider noch nicht in die Öffentlichkeit übergegangen. Der Komponist ist noch nicht lang genug tot. Ich darf sie also hier nicht anspielen. Aber jeder kennt sie und für die meisten Urlauber kommt erst das richtige Kuba-Gefühl mit dieser weltbekannten Musik auf. Wörtlicher Namensgeber für die Guantanamera ist jene durch die Internierungslager rechtsfreien Räume sozusagen in der Region Guantanamo Bay, wo ja die Amerikaner ihren Stützpunkt haben. Darauf geht sie zurück. Also diese Region Guantanamo ist Namensgeber der Guantanamera. Und der Text, der meistens Verwendung findet, wenn heute diese Musik gesungen wird, geht auf unseren Dichter José Martí zurück. Es ist zwar nicht genau dasselbe, aber die bestimmende Zeile Yo soy un hombre sincero, ich bin ein ehrlicher Mensch, die stammt aus einem Gedicht, den einfachen Versen, einem Gedichtzyklus von José Martí, und davon möchte ich jetzt hier einige Strophen mal präsentieren. Ich bin ein Mensch aufrecht und wahr, unter Palmen bin ich zu Haus, und ich werfe meiner Verse Schar, noch ehe ich sterbe, aus mir heraus. Ich komme von überall her und gehe überall hin. Ich bin Kunst unter Künsten so sehr, wie ich Berg in den Bergen bin. Seltsame Namen genug weiß ich von Blumen und Gras und von tödlich bösem Betrug und Schmerzen im Übermaß. Nachts sah ich herniederfallen und über mein Haupt sich ergießen des reinen Lichtes Strahlen, die aus göttlicher Schönheit fließen. Ich sah, wie den Schultern der Frauen schwellende Flügel entstiegen. Ich sah aus Ruinen den grauen Schmetterlinge auffliegen. Ich sah einen Menschen leben, in der Seite den Dolch blutgerötet, ohne je preiszugeben die Liebe, die ihn getötet. Auf in die nächste Runde. David, wie hat sich deine Zigarre entwickelt? Diese Zigarre ist jetzt bis zur Hälfte runtergeraucht von mir. Das ist ein außergewöhnlich guter Smoke. Besser als ich erwartet habe. Eine sehr milde, cremige Zigarre. Ich weiß noch nicht mal, ob ich blind oder wenn du mir gesagt hättest, dass es eine kubanische Zigarre ist, ob ich dir da widersprochen hätte. Also das ist außergewöhnlich gut, was ich hier habe. Und jetzt darf man nicht vergessen, dass diese Zigarre mich hier knappe 5 Euro gekostet hat. Und die Connoisseur A in Deutschland 13,10 Euro, 13,20 Euro, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich bin absolut zufrieden und melde mich gleich zum letzten Drittel noch einmal wieder, zum hoffentlich spannenden Finale dieser Zigarre. Bei mir zieht sie nun etwas stärker an. Sie wird etwas kräftiger, etwas würziger. Es kommt eine tiefenbetonte Ledrigkeit, Holzaromen hinzu. Weiterhin bleibt sie mild, aber etwas kräftiger, wie gesagt.
ist noch keine richtig kräftige Zigarre. Die Cremigkeit bleibt auch erhalten, aber wie gesagt, mehr Würze, mehr Holzaromen, immer noch Erde, Leder, Toast ist auch noch mit dabei. In den USA organisierte José Martí den politischen und militärischen Kampf gegen die spanische Kolonialmacht und er gründete zusammen mit exilkubanischen Tabakpflanzern und ehemaligen Tabakbesitzern die Kubanische Revolutionspartei und er schaffte es, die Anführer, die wichtigen Generäle des Guerillakrieges zwischen 68 und 78 oder 76, weiß ich jetzt nicht genau, ich blende das ein, für diese Idee weiter zu begeistern. Er sammelte Geld für Waffen, er schmiedete Pläne, schuf ein revolutionäres Manifest und 1895 ging er dann nach Kuba in den Kampf gegen die spanischen Herrschaften und dort fiel er bei seinem ersten Einsatz gegen die Kolonialmacht und kam mit nur 42 Jahren zu Tode. Auf Kuba ist sein Antlitz allgegenwärtig. Nicht nur in kurioser Weise von Batista im vorrevolutionären Kuba errichteten Nationaldenkmal, dem Wahrzeichen Havannas, sondern natürlich auch in der totalen Vereinnahmung durch die Revolutionäre um Castro und Che Guevara. In der ganzen langen Zeit ließ Castro vor jeder Schule eine Martí-Büste aufstellen. Deswegen kennt jedes Kind auch sein Gesicht. Kinder übrigens ist auch ein gutes Thema. Er schrieb auch Kinderliteratur. Zwei Märchen hat er gedichtet, die bekannt geworden sind, auch in Deutsch übersetzt wurden. Das Märchen vom kleinen Däumling, der alles entdecken und erkunden möchte. Und das Märchen von der Krabbe, die zaubern kann. Da zeigt sich auch wieder diese Poesie oder diese Menschlichkeit, die José Martí bei allem Kampfesgeist auszeichnet. Kurioserweise haben nicht nur der vorrevolutionäre Batista und die Revolutionäres oder Revolutionaris um Castro ihn vereinnahmt, sondern auch ein US-amerikanischer staatlicher Fernseh- und Radiosender in Miami trägt den Namen José Martí. Aber für alle Revolutionäre und Imperialisten gelten auch die folgenden Götterfunken von Martí. Das Übel der Völker liegt, obgleich oft sorgfältig vor ihnen verborgen, in den Hemmnissen oder Übereilungen, wodurch ihre selbstsüchtigen Repräsentanten den natürlichen Lauf der Dinge beeinflussen. Schützengräben aus Ideen sind mehr wert als Schützengräben aus Stein. Ja, David, kommen wir aus unseren ideellen Schützengräben hervor, geben ein Fazit und stellen uns der Bewertung. Was sagst du? Ein letztes Mal melde ich mich noch hier von Brandon Beach. Kommen wir zur Bewertung dieser mittlerweile fast runtergerauchten Zigarre. Optik, Haptik würde ich ihr gerne 4 Funken geben, weil sie einfach hervorragend verarbeitet ist. Sie brennt gerade ab. Ich hatte nur ein einziges Mal einen leichten Schiefbrand, aber das war aufgrund des Windes hier. Ihr seht das Meer, hier herrscht ein Wind und dafür ist sie eigentlich hervorragend abgebrannt. Zugverhalten, Rauch, das war alles wirklich gut, 4 Funken. Und jetzt kommen wir zum Aroma und zum Geschmack. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin froh, dass ich diese Zigarre ausprobiert habe, mir gekauft habe. Ich werde mir noch welche kaufen. Ich gebe auch hier 4 Funken, sodass ich für den Preis 5 Funken vergeben muss, weil diese Zigarre hat mich umgerechnet 5 Euro gekostet. 5 Euro, ich habe es gesehen. Das ist ein Spitzenpreis, da kann man wirklich gar nichts falsch machen. Da müsste man sich eigentlich mit eindecken. Jetzt
ist mir aber schon bewusst, dass diese Zigarre mir wahrscheinlich auch so gut schmeckt, weil ich hier im Urlaub bin. Ich bin hier runtergekommen. Mir geht es natürlich hervorragend hier an diesem tollen Ort, auf diesem Planeten. Das ist wirklich wundervoll hier. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt, dass man natürlich diese Zigarre nochmal zu Hause verrauchen muss. Und wenn sie dann immer noch genauso gut abschneidet, dann sage ich Premium-Zigarre für einen Top-Preis. Deswegen ist es schon oft vorgekommen, dass ich irgendwas auf Reisen probiert habe, sei es eine Spirituose oder eine Zigarre, und das hat mir hervorragend geschmeckt. Und zu Hause in Deutschland hat man es dann nachgekauft und wollte dieses Erlebnis wieder haben. Man kauft ein Erlebnis und man denkt, man kauft das gleiche Erlebnis zurück, aber man ist dann auch manchmal enttäuscht und denkt sich, wow, das ist nicht das gleiche Produkt, was ich wo auch immer auf der Welt probiert habe. Das muss man schon beachten dabei. Alles in allem halte ich fest, eine hervorragende Zigarre, Daniel, und eine Empfehlung von mir. Ja, Optik und Haptik, ein schönes, glänzendes, öliges Deckblatt, es fühlt sich gut an. Es ist nicht absoluter Hochglanz, aber es ist schon obere Liga, ich würde sagen 4 Punkte. Das Zugverhalten ist fest, aber nicht zu fest. Sehr angenehm für mich, 4 Funken. Die Verarbeitung entsprechend ebenfalls, ganz leichter Schiefbrand, der vielleicht aber auch an meinem Rauchverhalten liegt. Ich habe oft gedreht und schief und hochgehalten, da passiert sowas dann schon mal. Verarbeitung würde ich sagen 3,5 bis 4, mal gucken, was ich gleich einblende. Beim Preis, ja, da muss ich federn lassen. Wie gesagt, 13,90 Euro. Dafür das Aroma, ich bin fast geneigt, volle 5 Punkte zu geben. Ich glaube, ich mache das. Ich gebe hier 5 Punkte, einfach um dich auch so ein bisschen zu fordern. Und wenn Sie zu Hause die Gelegenheit haben, mal so eine amerikanische Vintage Cameroon Upmann zu testen, schreiben Sie doch Ihre Erfahrungen im Vergleich gerne in die Kommentare. Wir antworten immer sehr gerne darauf, David und ich, und freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Jetzt wird es Zeit für mich zu gehen, die letzten Tage hier meiner Reise noch zu genießen. Und danke, dass ich mitmachen durfte bei deinem Experiment. Und ich verabschiede mich aus Bradenton Beach. Und ich genieße jetzt noch den Rest dieser Zigarre, bis die Fingerspitzen glühen. Und bei allem, was man über eine Zigarre sagen kann, denken Sie wie immer daran, am Ende ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.